Was hat sich am Wochenende in Pucking ereignet? Der tragische Unfall ereignete sich am Wochenende in Pucking, nachdem eine 46-jährige Traunerin nicht mehr auf die Anrufe und Nachrichten der Familie reagiert hatte, erstattete der besorgte Bruder die Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass seine Schwester im Bereich des Wasserkraftwerkes in Pucking öfters mit dem Hund spazieren gehen würde. Die Polizei hat im dortigen Bereich sofort die Fahndung eingeleitet und auch die Feuerwehr zu einer Personensuche alarmiert. Es wurde auch der Verantwortliche des Wasserkraftwerkes verständigt. Im Zuge dieser Suche wurde dann zuerst ein leblos treibender Hund im Wasser entdeckt und im Anschluss die 46-jährige Traunerin im Wasser tot aufgefunden. Was gilt da als Unfallhergang wahrscheinlich? Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Unfall ausgegangen. Die Spurensicherung und die Experten des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat bereits die Obduktion angeordnet. Nach Abschluss dieser Ermittlungen kann eventuell Näheres zum Unfallhergang angegeben werden. In was für einem Bereich ist das passiert? Der Unfall passierte im Bereich des Wasserkraftwerkes in Pucking. Den ersten Informationen zufolge dürfte die Frau beim Versuch, ihren Hund aus dem Wasser zu retten, selbst in den Fluss gestürzt und dabei ertrunken sein.